Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dr. Cares. Wir machen weiter mit Level 55. Kümmere dich um Scrappys Check-up, okay? Beste Freunde. Oh, geht es Scrappy gut? Mit ihm ist alles in Ordnung. Ich führe nur ein paar Tests durch. Nach all dem, was er das letzte Mal durchgemacht hat, will ich lieber sicher gehen. Wann dann? Amy, könntest du mir ein wenig mit Scrappy helfen? Natürlich, du musst dich für die Party an diesem Wochenende schließlich schonen. Oh je, den Kampf habe ich wohl verloren. Ja, den hat er verloren. Die Party wird stattfinden. So, und ich muss jetzt erstmal schauen. 150, gut, das bringt uns nichts. Nein, ich muss erstmal schauen, wie ich hier klarkomme. Oh Gott, stimmt, diese blöden Boxen. Stimmt, Leute, es ist ewig her, dass ich aufgenommen habe. Naja, ewig jetzt nicht, aber wie ging das denn nochmal? Wie ging das nochmal mit dem Auffüllen? Nee, also ewig her... Ich komme mal eben zu dir. 1, 2, 3, ich lasse es. Also ewig her ist es nicht, aber schon eine Zeit lang. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht 5 Tage oder so in der Zwischenzeit. Wie ging das denn noch? Ach ja, stimmt. Kam ja auch der neue Hearts Medicine-Teil raus. Und ja, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal gucken, wie hier alles vonstatten geht. Also du bekommst einmal das und dann bekommst du den Napf, bitteschön. Dann kassieren wir. Du bekommst dann die 3 Pillen. Und das Ganze müssen wir 5-mal machen. Okay, so, hier wird aufgeräumt. Und ich weiß echt schon gar nicht mehr, was hier überhaupt Sache ist. Das hier füllen wir auf und schnappen uns 2 davon für dich, meine Liebe. Ich habe jetzt auch wie immer nicht auf die Punktzahl geachtet. So, ich muss aber jetzt das Hundefutter mit dem blauen Deckel mal eben herstellen. So, 1, 2, 3 für dich. Karl, ich habe dich gesehen. So, du gehst mal eben dahin und dann bekommst du 1, 2, 3 davon, okay? So, da müssen wir dann den Blutdruck messen. Oh, ich bin ein bisschen lahm, aber gut. Wie ging das noch? Ach ja, klicken. Ja, man merkt es. Also ich merke es, dass es jetzt doch schon einige Zeit her ist. So, ganz schnell abkassieren. Dann bekommst du einmal das Fieberthermometer aufräumen und aufräumen. Nicht, dass die da wütend werden. Das wollen wir nicht. So, wo kann ich dich als nächstes hinschicken? Dahin. Sehr schön. Dann bekommst du einmal das Hundefutter. Bitteschön. Dann das Fieberthermometer für dich. Okay, okay. Du bekommst dann einmal das. Und dann haben wir einmal das Fieberthermometer für Scrappy. Und dann muss ich auf jeden Fall hier gleich kassieren. Damit die Nächsten sich da hinstellen können. Fantastic. So, aufräumen, aufräumen. Ganz fix. Was kann ich machen? Das hier. Und ich muss gleich das Hundefutter nochmal eben herstellen. So, Newton, geht mal bitte dahin. Hundefutter mit blauem Deckel. Okay, das ist dann gleich für dich. So, das haben wir hergestellt. Das ist für dich. Und 1, 2, habe ich die richtigen? 1, 2, 3. Ja, ich habe jetzt eine zu viel genommen. Leute, ich merke das. Ich merke das, dass ich so lange nicht gespielt habe. Ich muss jetzt hier aber schon mal kassieren. Ich kann jetzt gerade nicht auf ihn warten. So, das ist für dich, das ist für dich. Aufräumen, aufräumen. So, ich denke aber, dass es mit der Punktzahl hoffentlich hier irgendwie noch funktionieren wird. So, Newton geht dahin. Das hier wird aufgefüllt. Dann bekommst du 1, 2, 3 Pillen. Bitteschön. Dann kann Newton hoffentlich nochmal hier hingehen. Fieberthermometer für dich. Dann kann ich gleich gucken, dass ich noch so ein paar Futterboxen hier herstelle. Das ist für dich. Haben wir mal wieder eine Dreier-Kombo, das ist schön. So, dann auf jeden Fall das Katzenfutter da oben machen. Hier wird ganz schnell aufgeräumt. So, Katzenfutter hat den grünen Deckel, okay. So, da wird abgeräumt. Newton geht dahin. Ich mache direkt nochmal einen blauen, wenn ich gerade kurz Zeit habe. So, der blaue, du bekommst dann einmal das hier. Und du bekommst dann gleich den blauen Napf. Ach Gott. Ja, den blauen Napf hat sie jetzt schon aufgefüllt. Nein, noch nicht. Macht sie jetzt. Also blauer Napf für dich. Und abkassieren. So, das bedeutet, wir machen nochmal eben kurz das Katzenfutter. Lisa räumt da vorne auf. So, Katzenfutter ist fertig. Dann nehmen wir das einmal mit. Dann nehmen wir 2 davon. Und einmal den Hamsterkäfig. Bitte schön, Newton dahin. So, ja, es läuft einigermaßen. 1, 2, 3 Pillen für dich, okay. So, dann kann Newton nochmal da oben hingehen. So, Blutdruck messen bei dir. Schaffen wir das noch mit den Punkten, ich denke, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm schon, na komm schon. Ja, geht doch. So, dann kassieren wir hier auf jeden Fall zusammen. Aber auf sie möchte ich jetzt nicht noch warten. So, Lisa räumt hier auf, Lisa räumt da oben auf. Und du bekommst das hier einmal. Kassieren wir auch direkt. So, Stern Nummer 1 haben wir. Das ist wunderbar. Und was kann ich tun? Ich könnte das Katzenfutter auffüllen. Ach, ich kann es auch lassen gerade. Ich kann das hier auffüllen. Das geht ein bisschen schneller. Das ist dann für dich. Du bekommst das hier. Gut. Kann ich das dann gleich direkt nochmal machen? 1, 2, 3 Pillen für dich. So, dann können wir hier gleich zusammen kassieren. Newton geht dahin. So, machen wir das erstmal. Und ich hoffe, ich habe gleich Zeit, ein bisschen Futter herzustellen. So, Stern Nummer 2 haben wir auch. Das ist super. Dann klappt das ja hier doch noch. So, wunderbar. Katzenfutter. Das brauchen wir. Lisa räumt hier auf. So, und so sollte dann erstmal reichen von jedem eins, oder? Ja, Tag ist ja auch schon zu Ende. Und was bekommst du? Du bekommst einmal das und das dazu. Bitteschön. Ja, geschafft.
geschafft. Ach gut, sogar so geschafft, ohne die Punkte von Karl und ohne die Punkte für die saubere Klinik. Aber hier unten kommt wahrscheinlich noch was dazu, ne? So zwei Sachen oder so, könnte ich mir vorstellen. Oh, wer war ein guter Junge? Also, alles sieht gut aus, Becker. Ihm geht es für sein Alter ausgesprochen gut. Das alles habe ich nur dir und Amy zu verdanken. Ich kann euch gar nicht genug danken. Er ist mein bester Freund. Keine Rede. Unsinn, das war das Gegenteil von nichts. Nun aber los, mein kleiner Liebling. Wir sollten den beiden etwas Ruhe gönnen. Oh, das Crappy. Sie hat recht. Du solltest stolz sein, Amy. Hey, genug davon. Okay, ich muss auch noch ein wenig weiterpacken. Es freut mich, dass Mrs. Butterworth so glücklich ist. Ja, genau das fehlt mir. Die Klinik in New York ist viel weniger... persönlich? Richtig, es fühlt sich alles viel distanzierter an. Hat jemand wirklich den Welpen pink färben lassen? Ich vermisse Snuggford. Die Arbeit hier ist ehrlich. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass die Klinik schließen wird. Ja, genauso lächerlich wie ein pinker Welpe. Ach, Amy, jetzt sag endlich, dass du die Klinik übernehmen wirst. Mensch, darauf warten doch alle. So, nächste Herausforderung, 1800 Punkte. Nutze drei freie Plätze auf deinem Tablet. Nutze drei freie Plätze? Wie genau ist gemeint, nutze drei freie Plätze? Okay. Nutze? Also soll ich immer drei Plätze... Egal, wir gucken. Wir gucken einfach mal. Also, das funktioniert jetzt noch. Dann das hier und 1, 2, 3 für dich. Bitte schön, ich habe Newton jetzt irgendwie komplett vergessen, aber egal. Nutze drei freie Plätze. Also, doch, ich glaube, ich kapiere es. Es müssen immer drei frei sein. Das heißt, ich darf im Endeffekt nur einen... Kein Plan, Leute, kein Plan. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach und dann hoffe ich, dass ich meinen Fehler entdecke, wenn ich denn einen gemacht habe. Ich bringe das jetzt alles einzeln rum. Also, ich weiß nicht, das ist mir gerade irgendwie... gerade irgendwie sicherer, oder? Dann bekommst du einmal gleich das hier, dann bekommst du das dazu, bitteschön. Oh, Newton, ich habe dich komplett vergessen. So, dann machen wir das einmal so. Ich bringe das jetzt einzeln rum, wirklich, Leute. Ich gehe da jetzt auf Nummer sicher, weil ich nicht kapiere, was das bedeuten soll. Und dann machen wir es jetzt einfach so, so hier mal eben abkassieren, das ist für dich. Dann kassieren wir, das ist für dich, aufräumen, aufräumen. So, nochmal abkassieren, wo auch immer. Ich habe sie da oben komplett vergessen. Tut mir leid, ich komme jetzt. Hier wird aufgeräumt, Newton kann dahin gehen. So, dann bekommst du einmal das hier. Das ging ja bald schnell, ne, die Prüfung. Die ging jetzt echt relativ schnell. So, nochmal eben kassieren, dann können wir das nochmal kurz auffüllen. Ich kann Newton dahin schicken, aufräumen, aufräumen. Dann bekommst du einmal das Blutdruckmessgerät. So. Und welches möchtest du? Oh, natürlich das grüne Katzenfutter, ne? Okay, keine Panik, keine Panik. Wir kriegen das hin. So, das schnappen wir uns. Das ist für dich. Dann bekommst du einmal den hier und dann bekommst du den hier. Dann kassieren wir 1, 2, 3 Pillen für dich. Bitte schön, meine Liebe. Und dann haben wir es, ne? Dann haben wir es. Tag ist zu Ende. Okay, gut. Wie gesagt, ich habe es wohl irgendwie dann doch richtig verstanden. Sehr schön. Also hier kann noch aufgeräumt werden. Ist aber gar nicht so wichtig. Prüfung ging jetzt echt wieder schnell, ne? So, weiter geht's. Und Level 56, 2950 Punkte. Hole 10 Boni für Schnelligkeit. Okay, das bekommen wir hin. Hm? Haben wollen. Keks, Keks. Entgangener Anruf von Jasper. Warum gehst du nicht mehr ans Telefon? Ernsthaft? Können wir uns kurz unterhalten? Amy, was ist los? Oh, ich... Es ist nichts. Nichts Wichtiges. Lüge, Lüge. Okay, Jasper ruft mich ständig an seitdem. Seit... Du weißt schon... Du kannst über alles mit mir reden. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Oh, es ist 9 Uhr. Wir müssen öffnen. Ich finde es nicht gut, Amy. Ganz ehrlich, dass sie sich das so verdrückt, ne? Die soll doch einfach... Oh Gott, neues Produkt. Die soll doch einfach mit dem sprechen und sagen so, hey, es tut mir leid, aber es ist vorbei mit uns.
Also, ich weiß ja nicht. Sich da durchquälen und... Keine Ahnung, ist doch auch für ihn irgendwie blöd, ne? Auch wenn er jetzt ein Arschloch ist. Wenn ich das mal so sagen darf, aber... Oh, ach ja, stimmt. Nee, wie war das nochmal? Klicke den Zahnbelag an. Ach so. Ach, okay, einfach... Okay, mehrmals draufklicken. Habe ich jetzt nicht so schnell gecheckt, dass das ein neues Minispiel ist, aber gut. So, auf dich warten wir noch, würde ich sagen. Du bekommst dann einmal das hier und das dazu. Ja, verstehe ich nicht. Also... Weiß ich nicht, früher oder später muss sie doch mit ihm reden und deshalb lieber früher als später, bin ich der Meinung. Das hier können wir aufführen, dann kann Newton dahin. Was waren das? 2950 Punkte, glaube ich, ne? Aber das ist ja zum Glück ein Minispiel, was relativ fix geht, wo man nur einfach klicken muss. So, ich warte nochmal und fülle das hier kurz auf. Ich glaube, Maximum war ja auch hier 3, oder? So, du bekommst Rot und Blau, bitteschön. Dann können wir abkassieren. Ich hoffe, dass bei dir noch ein Schnelligkeitsbonus drin. War das jetzt einer? Bin ich mir gerade nicht sicher, aber bei ihm sollten wir den bekommen, oder? So, du möchtest... Ja, ich habe Karl gehört, aber ich kann gerade nicht gucken. Ich hoffe, ich habe das Richtige. Ich dachte, ich habe ihn hier irgendwo links gehört, aber kann auch sein, dass ich mir das eingebildet habe. So, das machen wir mal eben. Newton geht dahin. So, dann bereite ich das hier mal kurz vor. Ist nicht schlimm, wenn ich bei ihr jetzt den Bonus nicht bekomme. So, Newton, ach ja, aktiviere den Chip, stimmt. Newton dahin, 1, 2, 3 Tabletten. Oh, ich habe echt den Schnelligkeitsbonus nicht bekommen. Gut, sollten wir aber jetzt gleich mal hinbekommen. So, du gehst hier hin, aufräumen, aufräumen. Dann einmal das Fieberthermometer. So, dann müssen wir das hier nochmal kurz aufladen. Da wird aufgeräumt. Hier kassiere ich schon mal, was eigentlich ein bisschen blöd war, glaube ich. So, Zahnbelag entfernen. Jetzt könnte auch gleich nochmal der Karl kommen. Das wäre schön, damit ich da schon mal die 100 Punkte sicher habe. So, du bekommst einmal den roten Napf, bitteschön. Das sollte auch ein Schnelligkeitsbonus sein. Ja, super. Das gleich erledigt. Ah, da ist er. So, da wird aufgeräumt. Newton, du kommst bitte hier hin. Dann müssen wir bei dir den Blutdruck messen. Na, nicht zu weit nach oben. Nicht zu weit nach oben gehen. So, sehr schön. Dann können wir nochmal eben kurz das Katzenfutter machen. So, so, so. Das wird jetzt nicht mehr reichen für den Schnelligkeitsbonus, oder? Ach doch, haben wir sogar schon alles? Ach, das ist ja super. Das ist ja richtig gut. 1300 Punkte. Ja, da müssen wir jetzt mit der Punktzahl nur ein bisschen Gas geben. So, davon drei, alles soweit gut. Hier auch drei, alles aufgefüllt. Du wartest jetzt noch einen Moment, damit wir da eine Kombo haben. Zweimal Hamsterkäfig. So. Oh, was ist jetzt los? Spinnt das Spiel? Nee, hing nur gerade kurz. Okay, war das jetzt keine Kombo? Doch, ne? Will ich doch hoffen. So, 1, 2, 3 für dich, bitte sehr. Und dann, davon haben wir 3, alles gut soweit. Dann kannst du hoffentlich noch ein Momentchen warten. 1700 Punkte, okay. Ja, da muss man jetzt ein paar Kombos machen und am besten keine Herzen verlieren. Das wäre super. Dann geht's dahin, du bekommst den Chip. Hier wird aufgeräumt. So, da haben wir den Chip drin und dann muss ich eigentlich, muss ich direkt kassieren? Ich weiß es nicht, warte jetzt nochmal kurz auf sie. Das hier können wir eben kurz machen. So, was möchtest du, Madame? Das hier. Gut, bitte kein Herz verlieren. Netter, älterer Mann. Sehr schön. So, 2100 Punkte. Oh, oh, oh. Ja, ich sag nicht mehr, das wird knapp. Ich sag nämlich immer, das wird knapp. Und was ist am Ende? Klappt das dann doch irgendwie. So, wir warten noch kurz auf ihn. Was möchtest du, mein Lieber? Du möchtest einmal das Hundefutter und das dazu. Damit abkassiert Newton. Du kannst dahin gehen. 1, 2, 3 Pillen für dich. Stern Nummer 1 haben wir noch nicht, aber das wird hoffentlich bald. Das war das Falsche. Mach mal das Hundefutter, genau. Das Hundefutter ist blau und dann bekommst du einmal das. Dann wird hier schon mal kassiert. Es hat bis jetzt gut geklappt, da keiner ein Herz verloren hat. So, da wird aufgeräumt. Hamsterkäfig für dich. Jetzt ist aber gerade niemand anderes mehr da. Deshalb würde ich sagen, wir kassieren mal. 2600. Ja, Leute, kommt in meine Praxis, bitte. Ich brauche euch. So, du möchtest einmal den roten Napf und einmal das. Newton dahin. Dann kannst du hoffentlich ein bisschen warten, bis ich da Fieber gemessen habe. So, sehr schön. Newton dahin. 1, 2, 3. Dann kassiere ich aber eben, sonst dauert mir das wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Awesome. Awesome. Ah, super. Ah, super. Ich liebe, dass mir das am Ende immer hochgeht. Das ist schön. So, Tag zu Ende und wir haben es gepackt. Super. Kannst du da noch aufräumen, dann bringe ich dir noch das Hundefutter und einmal den roten Napf. Bitteschön. So. 3115. 3315 werden es sein. Juhu. So, und was ist mit Jasper? Die Sache mit Jasper war eine Katastrophe. Er schien perfekt, aber... Aber vielleicht gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, wie Leute erscheinen und dem, wie sie tatsächlich sind. Dasselbe gilt für die Fällig Positiv Tierklinik. Denen sind die Tiere dort total egal. Du kündigst also?
denke schon. Ich weiß nicht, was ich dann tun werde, aber ich weiß ganz bestimmt, dass ich dort nicht mehr arbeiten will. Du könntest immer noch Arthurs Klinik übernehmen. Er würde... Geht es für dich nur darum? Du willst nur, dass ich die Klinik übernehme? Nein, doch, das wäre toll. Ich sage ja nur, dass das eine Möglichkeit ist. Alle wollen immer etwas von mir. Mir reicht es. Crystal will, dass ich in der Stadt lebe. Du willst mich hier. Nein, Amy, das ist... Jasper will, dass ich seine Eltern glücklich mache. Die Klinik will, dass ich Geld bringe. Aber was ist mit dem, was ich will? Was will ich für mich selbst? Ich muss mein eigenes Leben leben. Führen, Lisa. Kannst du das nicht verstehen? Es tut mir leid, Lisa. Ich stehe wohl ein wenig neben mir. Wir sehen uns morgen. Ganz ehrlich, Leute. Mittlerweile regt die mich ein kleines bisschen auf, wenn ich das mal so sagen darf. Sie hat von Anfang an gesagt... 3000 Punkte, Versendeeinladung zur Ruhestandsparty. Sie hat von Anfang an gesagt, sie will Tieren helfen. Sie weiß doch, was sie will. Sie will Tieren helfen. Also soll sie denen doch hier helfen? Wo ist das Problem? Es tut mir leid, Lisa. Ich hätte nicht so aggressiv reagieren sollen. Tut mir auch leid. Nein, es war mein Fehler. Ich fühle mich einfach nur etwas verloren. Aber das darf ich nicht an dir auslassen. Ich verstehe schon. Das ist schließlich eine große Entscheidung. Ja, das ist es. Ehrlich gesagt würde ich nur zu gern die Klinik übernehmen. Aber ich habe Angst, hier in Snackford hängen zu bleiben. Es gibt so viele Orte, die ich sehen will. Und das ist solch eine große Verantwortung. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich diese Klinik überhaupt leiten könnte, selbst wenn ich es wollte. Bereit für die Party? Hier ist die Einladung. Könnt ihr beide das an all die lieben Leute in Snackford senden? Sieht so aus, als ob wir noch viel Arbeit vor uns haben. Ja, Crystal war fleißig. Ich beginne wohl besser mit dem Versenden der Einladungen. So, können wir uns die Theke leisten? Nein, können wir nicht. Ja, also, ich weiß ja nicht. Neues Produkt, versende Einladung. Wo sind die denn? Ach hier, das Ganze müssen wir dreimal machen. Okay. Ja gut, also dass sie da jetzt irgendwie Bedenken hat und sie will nicht in Snackford hängen bleiben, okay. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, sie kann ja erstmal die Klinik übernehmen und dann immer noch gucken, oder? 1, 2, 3, so, die sind für dich. Ja, und kann dann ja immer noch schauen, ob sie hier bleibt, was weiß ich. Vielleicht findet sie ja eine Art Vertretung oder so, man weiß es ja nicht. Aber ich denke, letztendlich wird sie sich ja mit Sicherheit dafür entscheiden, die Klinik auch tatsächlich zu übernehmen. Zumindest hoffe ich das. So, können wir das durchziehen? Ja, ich glaube, das ziehen wir eben durch. Jo, ist sehr schön. So, dann ist das hier für dich. Ach ja, stimmt, nicht vergessen. So, dann machen wir einmal das blaue Hundefutter. So, nehmen das dann direkt mit. Nehmen dann passend dazu den blauen Napf noch mit. Und füllen dann mal eben das hier kurz auf vom Lokal. Ich habe dich direkt gesehen, wie schön. Hier wird aufgeräumt. Nee, Quatsch. Erstmal hier wieder auffüllen. Ja, und jetzt noch ein für dich, bitteschön. Dann machen wir eben kurz hier weiter. Ich weiß, ich muss die blaue Hundefutter-Geschenkbox auffüllen. Aber das werde ich gleich tun. Ziehen wir es durch? Nee, ziehen wir nicht durch. Ziehen wir... Ach ja, stimmt. Ich vergesse immer die Minispiele. So, sehr schön. Dann machst du da unten noch ein bisschen weiter. Newton geht dahin. So, ziehen wir es jetzt durch? Ja, jetzt ziehen wir es durch. 1, 2, 3. Sehr schön, haben wir das gepackt. Das ist doch wunderbar. Schicke ich Newton direkt dahin. Wir kassieren hier zusammen ab. Und dann kümmern wir uns um dich. 1, 2, 3. Aufräumen und aufräumen. Dann einmal das blaue Hundefutter. Lisa, beeil dich ein bisschen. So, dann machen wir direkt nochmal das blaue Hundefutter. Damit wir da ein bisschen was auf Vorrat haben. So, einmal das für dich. Bitteschön, dann das gleich für dich. Oh, sie hat schon Herz verloren. Sie hat schon das Herz verloren, aber da haben wir wenigstens mal eine Dreier-Kombo. So, aufräumen und aufräumen. Dann ist das hier fertig. Grün, Newton geht hier hin. Dann bekommst du einmal das Blutdruckmessgerät. Das hier müssen wir auch noch auffüllen. So. Sehr schön. Newton, du kannst direkt hier vorne hingehen. So, 1, 2, 3 gelben Pillen für dich. Und dann warte ich nochmal eben, dass wir hier zusammen abkassieren können. So, sehr schön. Newton direkt wieder dahin. 1, 2, 3, nochmal gelbe Pillen. Und hier kann Lisa wieder ein bisschen aufräumen. So, muss ich da die Boxen auffüllen? Nee, nicht unbedingt, oder? Dann würde ich sagen, warten wir jetzt auf ihn. Und füllen lieber nochmal die Näpfe hier unten auf. Was bekommst du? Den roten. Und das hier. Bitte kein Herz verlieren, alter Mann. Manu, was soll das? Was soll das? Ich habe mich doch so beeilt. So, Zahnbelag wegmachen. Ui. Da
Das ist ganz schön viel. Aber das kriegen wir hin. So. So, Lisa räumt auf. Hier kassieren wir es. Ist gerade niemand da. Dann mache ich noch ein bisschen Hundefutter. So. Und dann kann ich direkt mal noch was machen. Lisa, aufräumen nicht vergessen. So, haben wir davon wieder drei. Du bekommst zwei blaue Näpfe. Newton geht dahin. Und dann bekommst du einmal das Blutdruckmessgerät. So, und zusammen abkassieren. Dann füllen wir hier direkt nochmal auf. 2100 Punkte. Okay, okay. Was bekommst du, meine Liebe? Einmal das Katzenfutter. Ach Mann, warum ist gerade niemand da? Ich brauche doch Kombos. Ich brauche doch eigentlich Kombos, aber gut. So, das war einmal das Grüne. Dann machen wir direkt nochmal kurz was. Er kann ein Momentchen hoffentlich stehen bleiben. So, grün und rot für dich. Ach, ich hätte noch warten sollen und dann mit ihm zusammen abkassieren. Ach, mit ihm zusammen servieren sollen, aber gut. Newton dahin. So, du bekommst ein, zwei, drei von diesen Pillen. Sehr schön, dann wird da nochmal aufgefüllt. Newton geht dahin. Kannst du noch ein bisschen warten? Wäre total schön. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich klappt es nicht, aber gut. Oh Gott. Oh mein Gott, da ist viel Zahnbelag. Da nochmal wegklicken und hier nochmal wegklicken. So, und abkassieren. Jo, hat sogar noch gepasst, glaube ich, ne? Stern Nummer 1 haben wir. Sauber machen. Dann einmal Katzenfutter für dich. Sehr schön, dann können wir Katzenfutter direkt nochmal wieder herstellen. Dann kommst du mit zweimal dem roten Napf. Okay, du gehst hier hin, Newton. Wir kassieren einfach mal, weil ich denke, das werden wir jetzt auf jeden Fall hier hinkommen. So, das ist für dich, Newton. Geht dahin, dann kann der nette Mann da unten auch noch warten. Und sich vielleicht mit der netten Frau mit Katze anfreunden. Das wäre doch was. Hä? 1, 2, 3. Wo ist das Problem, Emmy? Wo war dein Problem? Ich weiß es nicht. So, Tagende. Abkassieren. Und dann bekommst du das hier und einmal das. Bitteschön. Und Lisa kann noch eben ganz fix aufräumen. So, auch geschafft. Juhu. Sharp. So, Mauspunkte und reinige die Klinikpunkte. Hey Opa, was hast du da? Ach, nur Papierkram. Der Verkauf der Klinik ist mit Tonnen von Formularen verbunden. An die Arbeit, an die Arbeit! Das wird dann also doch geschehen. Es scheint immer noch nicht ganz real. So fühlt sich Veränderung häufig an. Opa, wann hast du dich dazu entschieden, eine Tierklinik zu eröffnen? Oh, das ist schon einige Zeit her. Lass mich nachdenken. Ich habe zuerst in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, aber da galt oft die geschäftliche Seite mehr als das Wohl der Tiere. Dabei wollte ich nicht länger mitmachen. Es ist doch nun einmal so, jedes Tier braucht individuelle Betreuung. Ich wollte die Freiheit, selbst zu entscheiden, was das Beste für jedes Tier ist. In größeren Kliniken wird mehr Tieren geholfen, aber das Tier erhält auch weniger Aufmerksamkeit. Das gilt es abzuwägen. Mir gefiel es immer sehr, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, auf Basis dessen, was meiner Meinung nach das Beste für jedes Tier war. Snuckford war da die ideale Wahl. Ich kenne den Namen jedes Tieres, dessen Eigenarten und Persönlichkeit. Das macht sehr viel Sinn. Ich wünschte, dass ich dich schon vorher gefragt hätte. Es ist schwierig zu wissen, was man will. Normalerweise braucht es einige Versuche und Irrtümer. Das kannst du aber laut sagen. Keks, Keks. Ach ja, da hat der Opa doch genau das Richtige gesagt. Und ich muss jetzt mal eben kurz schauen. Wir haben jetzt noch drei reguläre Level und zwei Prüfungen. Wisst ihr, was wir machen? Wir spielen jetzt noch die nächste Prüfung und schließen dann das Spiel in der nächsten Folge ab, würde ich sagen. Ich denke, das wird ganz gut hinhauen. 1500 Punkte. Die Kunden sind sehr ungeduldig. Ich stelle sicher, dass sie letztendlich alle glücklich gehen. Oh Gott. Oh Gott, okay. So, 400, dann kaufen wir jetzt auf jeden Fall die Theke. So, und spielen das noch in dieser Folge, dann wird das hier eine etwas längere Folge und die nächste dann vermutlich auch. Aber dann haben wir es einigermaßen gut abgeschlossen. 1, 2, 3 Pillen für dich. Also, dass nicht eine Folge super lang ist und die andere super kurz und wie auch immer. So, und du bekommst das und das. Also, die müssen jetzt, wie war das?
ich mal eben gucken. Die Kunden sind stelle sicher, dass sie zumindest glücklich sind. Ne? So war das doch. Dann würde ich sagen, kassieren wir hier. Dann bekommst du das und das. Bitteschön. Dann kassieren wir auch direkt. Hier muss ganz schnell aufgeräumt werden. Newton geht hier hin. Ach, sie muss jetzt... Ach Gott, jetzt muss sie alleine aufräumen. Alles klar. Muss ich auch noch bedenken. Gut, gut. Das bedeutet, wir füllen erstmal hier auf. Dann würde ich sagen, kassieren wir aber. Weil von glücklich zu wütend ist jetzt nicht so der große Sprung. Und deshalb möchte ich sie nicht ganz so lange warten lassen. Also nicht glücklich, sondern zufrieden. So, dann machen wir eben das Katzenfutter. Ich hoffe, das bestellen nicht ganz so viele. Du bekommst dann einmal den Chip dazu. Newton geht schon mal dahin. So, das haben wir gepackt. Ja, da kann ich ja kaum Kombos machen, ne? Aber wenn ich das hier gerade so sehe, dann wird das vermutlich Amy. Amy, ich habe dich dahin geschickt. Ich habe dich zuerst dahin geschickt. Was? 1, 2, 3, Mist. Dann wird das vermutlich auch so mit der Punktzahl funktionieren. So, dann gehst du dahin. Los, mach schon. Dann haben wir da wenigstens mal eine Kombo. So, Fieberthermometer für dich. Und da nochmal eben kurz aufräumen. Und dann können wir das nochmal auffüllen. Und dann müssen wir hier nochmal kassieren. Dann können wir das noch machen. Und Newton, du gehst hier hin. Da kann sauber gemacht werden. So, du bekommst dann 1, 2, 3 Pillen. Bitteschön. Und dann warte ich noch. Doch, ich warte noch. Das sollte jetzt hier hinhauen. Wie grimmig er guckt, ne? So, hätten wir das auch geschafft. Pass auf, da machen wir in der Zwischenzeit doch nochmal eben... Ach nee, ich muss ja aufräumen. Ich muss aufräumen. Ist jetzt gerade wichtiger. Hier hin. Ich habe jetzt nur gedacht, ja, so 3 ist ja besser als 2 auf Vorrat, ne? Aber okay. Dann sollte es auch mit 2 funktionieren. Oder, hallo? Kann das mal funktionieren hier? Oder wir haben gleich noch kurz Zeit dafür. Ja, sie wird sich jetzt noch entscheiden. Na gut, warten wir noch eben. So, dann können wir es jetzt aber machen, genau. Dann machen wir einmal das blaue Hundefutter und dann räumen wir auf und dann gleich eventuell noch Katzenfutter. Du bekommst erstmal Hundefutter und einmal den grünen Napf. So, Newton geht hier hin. Kann ich was machen? Ja, ich kann hier kurz auffüllen, ist aber nicht so wichtig. Dann machen wir lieber das hier. 500 Punkte brauchen wir noch, das sollten wir hinbekommen. Nee, Quatsch. 1000... Brauchen wir 1500? Ja doch, wir brauchen jetzt 1500, ne? Stimmt. Sieht auch gerade eher so nach 200, beziehungsweise jetzt 100, beziehungsweise 70 aus. Aber gut, das kriegen wir hin. Und dann ist das Spiel in der nächsten Folge schon vorbei. Krass. Also denke ich jetzt, wenn da jetzt super viel Story kommt, dann werden es vielleicht doch noch 2 Folgen. Aber ich gehe davon aus, dass ich das doch schon beim nächsten Mal hinbekomme. So, das hier einmal und das hier einmal. Und dann ist der Tag hoffentlich gleich zu Ende. Oh, das ist ziemlich viel Zahnbelag. So, hätten wir das auch geschafft. Sehr schön abkassieren. Dann machen wir doch mal kurz das Hundefutter, falls jetzt irgendjemand auf die grandiose Idee kommt, 2 davon zu bestellen. Nee, du bestellst nur den roten Napf, ne? Dann kann ich in der Zwischenzeit noch aufräumen, damit wir da noch Punkte bekommen. Muss aber gar nicht unbedingt sein. So, roter Napf für dich und dann haben wir es gepackt. Juhu! Awesome. Ja! Yay! So! Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!